Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Aufklärung. Ich habe es so mit 7, 8 Jahren herausbekommen, zusammen mit ein paar Freunden. Ganz geheim, ganz konspirativ. Zu Hause war da bei mir nicht viel zu holen, denn da ging es ziemlich oder recht verklemmt zu. Wie war es bei euch? Wie habt ihr über Sex erfahren? Was habt ihr zum ersten Mal über Sex erfahren? Wie habt ihr erfahren, wie die lieben Kleinen hergestellt werden und wie waren eure ersten Versuche in Sachen Sex? Wenn ihr Lust habt zu reden darüber, über dieses Thema mit mir hier in der Sendung, dann ruft an 0130 2911, Thema Aufklärung, heute Nacht hier im Talkradio. Und ihr könnt uns auch faxen zu dem Thema, und zwar unter der Nummer 0130 115122. Ich wiederhole das nochmal, 0130 115122. So, und jetzt begrüße ich herzlich die Lisa und die ist 34. Ja, alles klar. Hallo Jürgen. Lisa, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, wie bist du aufgeklärt worden? Ja, eigentlich ganz einfach über die Bravo. Über die Bravo? Ja. Die nun 40 Jahre alt wird, ne? Ja. Ja, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie das so genau abging. Ja, also ich habe damals, ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ja. Die waren also weit über 50 Jahre schon gewesen. Und da war so von wegen Aufklärung also gar nichts drin, ne? Ja. Und das haben die mir auch ganz ehrlich beantwortet, dass sie halt früher in der Beziehung gar nicht aufgeklärt worden sind. Und dann holt man sich das halt irgendwo anders her, ne? Also dieses Thema war bei euch zu Hause auch tabu? Das war total tabu, ja. Bei uns auch, ja. Ja. Und ich habe damals eine sehr gute Freundin gehabt und wir haben uns dann halt immer die Bravo gekauft, ne? Und haben dann halt so immer stundenlang drin rumgeschmökert, ne? Ja. Wie alt wart ihr da? So 11, 12 circa. Ja. Und wir haben also über alle Dinge eigentlich geredet, ne? Alles, was über Sex gab, über das Kinderkriegen. Ja. Und gut, es wurde nachher weiterhin über die Schulen noch weiter gemacht, aber die Bravo war eigentlich ein sehr guter Schritt dabei. Ja, also die haben es euch oder dir quasi dann gesagt und erklärt, wo der Hase lang läuft. Richtig, ne? Genau. Ja. Ja. Was fandest du, frage ich jetzt nicht ihr, sondern nur du jetzt erstmal, was fandest du am geheimnisvollsten, so in der Einstiegsphase? Ja, was fand ich da am geheimnisvollsten? Ich fand eigentlich alles sehr geheimnisvoll. Ich kann also jetzt nicht speziell sagen, was es jetzt genau war. Überhaupt das ganze Thema Sex war für mich sehr geheimnisvoll und ich bin auch sehr, sehr, sehr langsam daran gegangen, ja, muss ich sagen. Welche Vorstellungen von Sexualität oder von Kinderkriegen und so Sachen hattest du vorher, bevor du die Bravo in die Hand bekamst? Gar keine. Gar keine? Nein, gar keine. Aber man macht sich doch irgendwie Gedanken darüber. Wo kommen die kleinen Kinder her? Ja, das hieß dann immer früher von wegen da, sie bringen da Körperstorch. Ja, ne? Und so dachtest du das dann auch, ne? Das dachte ich auch, ja. Ne? Bis man dann halt irgendwie, wo ich dann so das erste Mal eigentlich die Bravo in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, ja, da stimmt aber doch irgendwas nicht, ne? Ja. Und dann habe ich mich halt mal mit einer Freundin unterhalten und die sagt dann auch, nee, das kommt da nicht her. Ne? Die kommen also auf keinen Fall vom Klapperstorch, ne? Und dann, klar, dann ist man halt neugierig und fragt immer weiter, ne? Hattest du das Gefühl damals, was Verbotenes zu tun, das zu lesen? Ja, auf jeden Fall. Und es gab nur die eine Verbündete, diese eine Freundin? War damals noch die eine Freundin, ja. Aha. Und wo habt ihr dann die Bravo gelesen? Meistens bei ihr zu Hause. Bei ihr war es schon etwas freier wie bei mir. Ja. Also bei mir wurde sie eigentlich verpönt und das war eigentlich unmöglich gewesen. Ja. Hast du deine eigene Sexualität dann durch diese Lektüre auch entdeckt? Ja. Ja? Ja, doch auf jeden Fall. Ja. Ging das einher, dass dich dann in dem Alter auch schon solche Beschreibungen erregt haben? Sagen wir mal etwas später. Ja. Es ist mal rausgekommen, dass ich halt die Bravo lese und dann kam direkt der Spruch eigentlich, naja, pass auf beim Küssen, ne, davon kriegst du Kinder. Mhm. Gut, für heute sage ich mir, ne, war absolut blöder Spruch, ne, ich weiß mir das gar nicht richtig zu erklären eigentlich, ne. Aber wann jetzt ungefähr diese
diese sexuellen Gefühle jetzt hochkamen, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ich meine, das war etwas später. Hast du dann durch diese Zeitung auch zum ersten Mal etwas von Onanie erfahren? Auch, ja. Ja, und wann hast du es dann zum ersten Mal bei dir gemacht? Oh, frag ich mal was Leichteres jetzt. Keine Ahnung. Also es war ziemlich spät. Ja, also nicht direkt, nachdem du es gelesen hast? Nein. Ja. Nein. Nun wurde ja viel... kann ich mich auch noch erinnern, in der Zeit auch über diese Zeitung gelästert und hergezogen. Ja, jetzt im Abstand betrachtet, fandst du es okay, dass es sie gab? Finde ich auch heute noch okay, dass es sie heute immer noch gibt, ja. Also dir hat das ganz schön geholfen, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wer weiß, auf welchen seltsamen Umwegen du es sonst erfahren hättest. Richtig, genau. Ja? Ich meine, ich glaube am Montag war das jetzt, da war ich also oben mit einer Freundin. Und da hatte die ein offenes Thema gehabt. Ja. Und da hatte also eine junge Frau auch gesagt, ne, sie fühlt sich unter Druck gesetzt. Ja. Ne, halt von dem Alter her. Ja. Fühlte ich mich damals überhaupt nicht. Ich habe es auch nicht direkt als erstes gemacht, ne, wo ich das gelesen habe, sondern eigentlich sehr, sehr spät. Ne. Vielleicht ist man damals aber auch noch behutsamer daran gegangen. Heute wird das so als Selbstverständlichkeit verkauft, dass man als 14-Jähriger, Jährige schon fast miteinander geschlafen haben muss. Eigentlich nicht. Damals war das schon, meine ich mich zu erinnern, distanzierter oder sachter alles. Nee, also ich kenne sehr, sehr viele Freunde von damals, die es also sehr früh gemacht haben. Ah ja. Sehr, sehr früh. Ja. Also, das waren die Erinnerungen an eine berühmte Jugendzeitschrift von der Lisa. Ja. Und die Jugendzeitschrift hat ihr den Weg gewiesen in diese schöne Welt. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Gudrun 41. Hallo Gudrun. Ja, hallo, grüße dich. Ja, Gudrun. Jetzt erzähl mal, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es also ähnlich wie bei der Lisa. Also zu Hause wurde dieses Thema total totgeschwiegen. Ja. Und naja, man hatte dann diese Straßenaufklärung und ich hatte das vorhin eurer Mitarbeiterin schon erklärt. Das waren also ziemlich krasse Vokabeln unter anderem. Also ich habe dann im Laufe der Jahre gelernt zu klassifizieren. Damals war es also, jeder redete von Bumsen. Mhm. Heute ist es für mich Liebe machen und das hat auch einen unheimlich hohen Stellenwert bei mir. Mhm. Und ich habe also auch zwei Töchter und die eine ist 22 Jahre, die eine ist 6 Jahre alt. Und ich habe mir also angesichts der Tatsache dessen, dass bei mir zu Hause also alles totgeschwiegen wurde, vorgenommen, das passiert bei mir nicht. Und bei der Großen hat es bis jetzt geklappt und die Kleine kommt also noch nicht mit so konkreten Fragen. Wie klein ist die Kleine? 6 Jahre. 6 Jahre, das ist noch... relativ klein. Gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit, Jugend. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal so mit diesem Thema überhaupt konfrontiert wurdest? Also ich schätze irgendwann zwischen 13 und 15. Doch, auch relativ spät, ne? Ja. Ja. Und das war so diese Straßenaufklärung, was du gerade gesagt hast? Im Prinzip so, jetzt um das mal ganz pauschal zu sagen. Hast du denn alles Wissen, was es dann nur gibt um diesen Bereich herum, über die Straße oder auf der Straße erfahren? Nee, sagen wir mal so, um das jetzt irgendwie mal beim Namen zu nennen, irgendwie mal so das elementare Wissen oder die elementare Neugierde, würde ich erstmal sagen. Ja. Um nachher irgendwie zu erfahren, wie es denn wirklich ist. Und ich muss also jetzt im Nachhinein sagen, dass ich also das ein oder andere Mal, wenn also da irgendwelche Berührungen kamen, das im Nachhinein bereut habe, weil ich mir also einfach gesagt habe, nee, das war's nicht, ne? Das machst du nie wieder, ne? Ganz konkret, kannst du dich erinnern, wann du erfahren hast, wie man ein Kind zeugt? Ja, da war ich 15. Wer hat dir das gesagt? Nicht wer hat mir das gesagt, das habe ich mir gedacht im Anschluss daran. Wie, da hast du es gemacht gehabt gerade? Ja, klar. Du hast es gemacht, ohne zu wissen, was da im Prinzip abgeht. Ja, ich meine, ich habe, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen lächerlich an. Ja. Es war also, ich meine, wie gesagt, ich bin 41 und zum damaligen Zeitpunkt war es halt so, dass man wirklich versteckte Orte gesucht hat oder anonyme Plätze. Und es war also ganz unromantisch oder romantisch zum damaligen Zeitpunkt in einem Auto. Hat dich dann dieser Junge verführt oder wolltest du auch? War das so eine beiderseitige? Das weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube eigentlich nicht. Im Nachhinein würde ich jetzt erstmal sagen, gut, das war die Neugier. Und ich habe gedacht, naja, lass ihn mal machen, so ungefähr. Das war in einem Auto? Ja, ich fand ihn halt toll, ne? War er, das heißt, er war schon älter als du? 3 Jahre älter, Älter. Und du fandst ihn toll? Ja, ich fand ihn toll. Ne? Fandst aber die Aktion dann nicht so toll, oder? Nö, ich habe dann im Anschluss, das hört sich jetzt auch lustig an, gefragt, war das jetzt alles? Ne? Und habe mir dann gedacht, naja, okay, das machst du erstmal nicht mehr. Ne? Das war also nicht der Bringer. Ne? Hat es dir wehgetan? Nö, eigentlich nicht. Ne? Aber es hat auch keine großen Gefühle heraus. Eigentlich nicht, nö. Gebracht. Ich war da mehr so passiv. Ja. Und,
Und danach war dir klar, so funktioniert das? Ja. Ja? Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Weil, also Learning by Doing dann, ne? Ja, Learning by Doing, ja. Ganz genau. Und es war im Endeffekt auch so, wie die Lisa das eben schon erwähnte, die altbekannte Tatsache, dass man vom Küssen Kinder kriegt. Demnach müsste ich also mindestens 100 oder 1000 Kinder haben. Ja. Und nochmal daraufhin abzielend, also Eltern, die also wirklich wirklich bewusst mit ihren Kindern umgehen und bewusst also vernünftige Erwachsene heranziehen wollen, lügt eure Kinder nicht an. Ne? Ja klar, also du hast jetzt aus dieser verklemmten Welt, aus der du gekommen bist, gelernt und hast das anders gemacht. Ja. War das für dich eine Überwindung, mit deiner Tochter recht früh offen über Sexualität zu reden? Eigentlich nicht, weil ich mir einfach denke, dass sich die Zeiten auch irgendwo geändert haben. Mhm. Und meine Tochter eigentlich auch sehr offen mit mir gesprochen hat eigentlich. Mhm. Die ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt damals nach der Pille. Und die Frage von mir war natürlich gleich, wozu? Ja. Ne, wie jede besorgte Mutter. Und dann kam irgendwie wann der Spruch, ja, es könnte ja mal sein. Und ich habe auch nie irgendwie den Versuch unternommen, meine Tochter hatte also ein Zimmer, das unterm Dachjuche war, da irgendwelche Störungen vorzunehmen, weil ich mir eigentlich gedacht habe, es ist mir lieber, wenn sie es in der kuscheligen Ecke machen, als irgendwie in einem zugigen Auto, so wie es mir damals passiert ist. Ja. Genau. Und ich denke mir auch, dass man vielleicht ein bisschen die Eltern heute oder, ja gut, meine Generation speziell daran denken sollte, die mangelnden Möglichkeiten, die wir hatten, sollte man vielleicht doch den Kindern einräumen, dahingehend, dass sie sich wirklich vernünftig entwickeln können. Ja. Und ohne diese Verklemmung. Und ich denke mir, bei mir speziell, ich kann jetzt nur für mich speziell reden, aber vielleicht ist dem einen oder anderen auch so gegangen, dass ich also damals sehr früh heiraten musste, weil eben das Kind unterwegs war und diese Ehe eben von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Wie alt warst du, als du schwanger wurdest? Ich war gerade 18. Ja. Oder ich wurde 18, war noch in der Ausbildung. Das war sicher dann auch eine Folge von einer nicht guten Aufklärung. Mit Sicherheit. Ja. Und ich denke mir einfach, dass dass es einfach so ist, dass die Ehe war also zum Scheitern verurteilt, weil wir beide keine Ahnung hatten, wir hatten keine Chance, wir hatten keine Möglichkeit. Es war einfach nur, man hat aus moralischen Gründen geheiratet. Ne? Gudrun, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Tschüss. Ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, ciao. Jetzt ein Zeitsprung. Manuel, 16 Jahre. Ja, hallo. Manuel. Ja. Du weißt alles schon? Mhm, weiß ich. Wie? Erzähl mal. Ja, also es war so, da war ich damals so um die 3 Jahre. Da ist mein Vater gestorben. Ja. Und ich habe dann halt bei meiner Oma gehaust, da meine Mutter arbeitstätig war. Sie musste ja Geld verdienen. Ja. Und ja, dort habe ich dann, wie gesagt, war ich da immer und habe dann dort auch, sagen wir mal, Pornofilme, Erotikfilme, auch bei meinen Eltern gefunden, habe mir die eben angeguckt. Wie alt warst du da, aber nicht erst 3? da war ich dann schon so um die 10 Jahre. Ja, da bist du auf Pornofilme gestoßen? Gestoßen, ja, zufällig. Ja, bei deiner Mutter oder bei deinem Stiefvater oder was da? Ja, das war, die waren ja zusammen, es war der Lebensgefährte, der war einmal da. Und die hast du heimlich entdeckt, diese Filme? Ja. Kannst du dich erinnern an den ersten Film? Und die erste Situation? Ja, es war so dunkel. Das war praktisch, könnte ich beschreiben, das war im Film wie so ein Schaukasten. Und da waren überall so verschiedene Szenen mit verschiedenen Personen, die halt eben dort Sex betrieben haben oder Varianten eben. Das hast du mit 10 Jahren gesehen? Ja. Was hat das da in dir ausgelöst? Ja, ich sag mal, ich wusste noch gar nicht, was das alles ist. Ich habe mir es eben angeguckt und dachte nur, ja, was ist das? Und wenn da irgendwie die Sperma sah ich dann da und habe mir wirklich gedacht, das wäre Milch. Ja. Und ich habe dann halt eben auch zu meiner Tante bin ich gegangen, die war zu dem Zeitpunkt so 15, 16, wie ich jetzt bin, habe ihr den Film gezeigt und hat den halt auch überspult und hat auch so etwas erklärt, wie es halt war. Die hat dir das erklärt dann? Ja. Die war aber auch nicht viel älter, die war na, schon dann doch 15, 16 Jahre, sagst du. Mhm. War die älter oder war die 15, 16? Nee, die war 15, 16. Ja, und die hat dir dann also ganz grundsätzliche Sachen erklärt? Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter? Und ja, da habe ich mir halt erklärt bekommen und habe dann auch in der, sagen wir mal, sie hat es auch in der Praxis ausgeübt, wo ich dabei war. Wie? Sie hat es in der Praxis ausgeübt? Ja, als Selbstbefriedigung, sag ich mal. Während du dabei warst? Ja, das war mal ein Unfall. Das ist schon eine heiße Sache. Ja, ich habe mir das auch nicht so dabei gedacht, ja. Und ich wusste auch schon sehr früh, sag ich mal, wie man ordiniert und...
Also sie hat in deiner Anwesenheit onaniert. Ja. Sie war 16 Jahre alt. Ja. Und hat sie dich animiert, dass du auch onanieren sollst? Ja, hat sie. Aha. Da war damals, sie musste babysitten, weil die Oma und Opa nicht da waren und da war das. Und wie hast du das in Erinnerung? Ja, es war eben in einem Zimmer, wo sie halt gewohnt hat mit ihrer Schwester. Ja. Und wir waren halt alleine da und sie legte sich dann auf das eine Bett und da hatte so einen Hammer aus einer Speisekammer geholt. Da war der Hammer und den hat sie dann, mit dem hat sie es halt gemacht, sag ich mal. Mit dem Stiel von dem Hammer. Mhm. Und sie hat dann halt gemeint, ah ja, mach du auch und so. Und ich lag dann halt auf dem anderen Bett und hab das Gleiche getan. Aber nicht mit dem Hammer? Nee, nee. Also Ist das im Nachhinein ein ungutes Gefühl? So in dem Sinne, dass sie dich da irgendwie bedrängt hat? Ja gut, ich habe mir früher also nichts dabei gedacht. Wenn ich jetzt so dran denke, denke ich, ja, ist schon etwas komisch, wie der, dass die das gemacht hat. Mhm. Die hat sich an dir aufgegeilt. Ja, könnte man so sehen. Ganz simpel, ne? Hat die dich, aber es ging dann nicht noch weiter, dass sie dich zum Geschlechtsverkehr irgendwie animiert hat? Nee, das nicht. Wie oft gab es solche Onanie-Szenen mit euch beiden? Ich schätze mal so 2-3 Mal, aber ich kann mich noch an einem genau erinnern. Das war jetzt dieser Fall, den ich jetzt geschildert habe. Und hast du das erregend gefunden, sie dabei zu beobachten? Nee, ich habe da auch gar nicht so drauf geachtet. Ich habe also lag auf meinem Bett und habe gar nicht rüber geguckt, nur ab und zu mal. Ja, aber in der Zeit war dir auch schon klar, wie es funktioniert, also wie man miteinander schläft. Ja. Wie ist es dann dazu gekommen, dass diese Tante, die junge Tante, dann von dir wieder mehr als auf Abstand ging? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie halt auch Angst bekommen hat, dass ich vielleicht was im Nachhinein sagen könnte. Ja, ja. Also, wenn ich gewollt hätte, ich könnte es jetzt immer noch erzählen, meinen Eltern, aber die wissen auch von dem Vorfall nicht. Mhm. So. Hast du in irgendeiner Weise Zorn auf sie? Nee. Ist dir egal? Ja. Ja. Gab es in der Zeit auch noch Freunde, mit denen du dich ausgetauscht hast? Und ja, gut, also im indirekten Sinne waren da halt immer so Freunde, sag ich mal. Und die haben auch ziemlich oft selbst befriedigt und da war ich dann halt auch manchmal dabei. Gibt's auch. Also so Gruppenwichsen. Ja, so kannst du es bezeichnen. Ja, das habe ich auch gemacht. Das haben viele Jungs, glaube ich, gemacht. Ja, so war das dann auch. Und da wusste ich das dann halt auch schon alles. Ja. Und also ich habe es gerade am Anfang ja gesagt, dass das auch so eine Szenerie war mit den Jungs zusammen, wo wir uns dann ganz viele Sachen erzählt haben. Der eine hatte das erfahren, der andere das. Der dritte brachte dann schon mal irgendeine Zeitung mit, wo man was gucken konnte. Ja. Und so mit, ich weiß es nicht, also so mit 8 Jahren, 9 Jahren wusste ich auch schon, wo der Hase lang läuft. Also das war dann schon klar. Was war für dich das Allerspannendste? Ja gut, ich meine, im Nachhinein finde ich schon interessant, sag ich jetzt mal, dass ich schon so früh wusste. Mhm. Oh, aber ich weiß nicht, was sonst passiert wäre, wann ich erfahren hätte oder so. Ja. Ich meine, durch meine Eltern habe ich später auch mal durch so ein Buch beigebracht bekommen, in so einem praktischen Zeichentrick, wie das halt funktioniert und wie das halt geht. Aber zum Zeichentrick. Aber so auch genau hätte ich dann da auch nicht gesagt, also in dem Buch stand nichts drin von Selbstbefriedigung und so, das hätte ich dann wahrscheinlich nicht erfahren, höchstens durch Freunde dann später. Ich weiß noch, dass es ein ganz großes Geheimnis bei uns gab, als wir so wirklich so kleine Stöpsel waren von 7 Jahren. Und das war die weibliche Brust. Wir wussten nämlich nicht, was in diesen Brustritzen ist. Ob das irgendwie da noch reingeht und ob da irgendwas rauskommt oder so. Das hat eine ganze Weile gedauert, ehe wir das dann geklärt hatten, dieses Geheimnis, gelüftet hatten. Manuel, danke für deinen Anruf. Ja, okay, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Elisabeth, 48 Jahre. Hallo. Hallo Jürgen. Ja. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das ist nicht schlimm, das kriegen wir gleich weg. Aber du hast deinen Fernseher oder dein Radio nicht leise geschaltet. Doch, ich habe das leise geschaltet. Ich höre da was im Hintergrund. Wir versuchen es mal. Ja, Sir. Elisabeth, wie hast du denn alles erfahren? Oh, ich habe das gar nicht erfahren. Ich habe das, erfahren schon über die anderen Mädchen. Ich war in der Klosterschule, mit 10 Jahren bin ich in die Klosterschule gekommen. Gott. Und mit 13 habe ich die Periode bekommen und hatte keine Ahnung. Meine Eltern haben mich nicht aufgeklärt, niemand hat mich aufgeklärt. Also bis 13 Jahre warst du im Land der Ahnungslosen? Ich
war im Land der Ahnungslosen. Ich bin auf die Toilette gegangen und da war dieses Blut und dann bin ich zu der Nonne gegangen und habe gesagt, kommen Sie mal mit raus, ich muss Ihnen was sagen. Und dann hat die gesagt, ja, ich gebe dir da was. Und das waren dann diese Binden. Und dann hat sie gemeint, das kriegst du jetzt jeden Monat. Und damit war der Fall erledigt. Sie hat aber nicht erklärt, warum du das bekommst. Nee, überhaupt nicht. Und dann, dann hatte ich auch einen Busen und dann hat sie gesagt, wenn du wieder nach, wir durften nur alle 4 Wochen nach Hause fahren und dann hat sie gesagt, ja, wenn du wieder nach Hause fährst, dann sagst du deiner Mutter, sie soll dir einen BH kaufen, ja? Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von nichts, ja. Ja. Hast du denn, war dir das nicht seltsam, dass dieses Bluten dann nun jeden Monat kommen sollte? Hast du da nicht weiter gegrübelt drüber? Ja, da waren noch ältere Mädchen und die hatten das auch und dann war das irgendwie... Mhm. Und das war denn auch kein Thema unter den Mädchen? Dass nein, man, nein, das nein, war überhaupt nicht. Es gab zwar diese älteren Mädchen, also die dann in der 10. Klasse da waren, die haben dann mit den Buben da so ein bisschen da geschäkert, ja, aber... Mehr war da nicht. Alles, ja. Nun hast du deine Periode bekommen mit 13, dann wuchs der Busen. Hast du da... ohne es zu wissen, was da eigentlich los war, irgendwie schon so sexuelle Gefühle gehabt? Oder warst du schon mal erregt? Nee, das überhaupt nicht. Ich habe mich zwar für Männer interessiert, also für Filmstars und Bravo gekauft. Ach, Bravo hast du doch gekauft? Ja, aber heimlich. Aber dann musstest du doch auch schon ein bisschen geahnt haben oder informiert worden sein, was da los ist. Denn da war das ja zu lesen. Nee, das habe ich nur wegen den Filmstars gekauft. Ach, die Seiten hast du überblättert dann, oder wie? Das habe ich nicht so gelesen. Das waren nur so Schwärmereien für irgendwelche Filmstars. Ja. So, wann ging es denn dann zur Sache? Wann hast du es erfahren und wie? Also dort in diesem ersten Internat, da war ich 3 Jahre, da habe ich es nicht erfahren. Ich bin dann noch in ein zweites Internat, also in eine höhere Schule gegangen und da waren dann schon Mädchen, die Erfahrung hatten, ja? Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, hoppla, das ist irgendwas Komisches, ja, oder Gefährliches, ja. Aber zu Hause, meine Mutter, die hatte nur immer Angst, dass ich mit einem Kind nach Hause komme, ja. Hast du denn von diesen Mädels in der zweiten Schule dann das Konkrete auch erfahren, wie das funktioniert? Nein. Wann hast du es erfahren? Habe ich es erfahren, ja, wie ich es gemacht habe mit 15, ja. Ja. Und da habe ich dann wahnsinnig Angst gehabt, dass ich schwanger werde, ja. Oder dass ich schwanger bin. Ja. Also du hast es einfach so quasi auf gerade Wohl hast es gemacht. Ja, ich war verknallt in diesen Typen und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bin ich jetzt nicht schwanger, ja. Nun hatte ich ja die Gudrun gerade am Telefon, die war 41 und die sagte, dass sie so daraus Konsequenzen gezogen hat für ihr Leben und für ihre Kinder. Hast du Kinder? Ja. Bist du mit deinen Kindern anders umgegangen? Oh, ich bin total offen, also total frei. Ja. Ich habe 2 Buben und ich habe denen gesagt, was für Konsequenzen es gibt. Mhm. Und heutzutage noch mit AIDS und so, ja. Also die sind total offen und frei. Aber ich bin in einer stockkatholischen Familie aufgewachsen. Mhm. Also ich könnte stundenlang erzählen über diese Familie, ja. Mhm. Hast du denn im Nachhinein schon ein bisschen Wut, wenn du an diese Zeiten denkst, dass man dich oder euch damals so im Dunkeln gelassen hat? Ja. 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 Also euer Leben, eure Jugend wäre angenehmer und schöner verlaufen, wenn man euch klaren Wein eingeschenkt hätte. Ja, also ich habe ja noch an den Storch geglaubt. Ja, wie so viele, ne, in der Zeit. Also meine Eltern, die haben mir ja vom Storch erzählt, ja. Die haben mir aber das gar nicht gesagt, wie das läuft. Du hast es jetzt mit deinen Kindern und deinen Jungs besser gemacht. Also total anders. Das ist schön. Elisabeth, danke für deinen Anruf. Sag mal, hast du letztes Jahr eine Karte aus New York gekriegt? Ich habe sowohl dieses Jahr, da wollte ich mich auch noch bedanken bei euch, ganz viele Karten von Zuschauern und Zuhörern bekommen. Und voriges Jahr auch. Ich habe letztes Jahr eine Karte aus New York geschrieben. Die ist bestimmt angekommen. Weil ich deine Sendung, ich bin süchtig. Die ist bestimmt angekommen, Elisabeth. Deine Sendung ist
sehr gefährlich für mich, weil ich immer so spät ins Bett komme. Und du musst dann wieder früh raus? Ja. Uiuiui. Ui, ui. Wir müssen sie früher senden, ne? Ja. Das wäre die beste Lösung, das höre ich immer wieder. Mal gucken, was sich machen lässt. Elisabeth, danke. Ich finde deine Sendung ganz toll. Alles Gute. Tschüss. Ja. Danke. Ciao. Endlich mal. Tschüss. Tschüss. Also, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Aufklärung. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, wie ihr es erfahren habt, wann ihr es erfahren habt, wie so die ersten sexuellen Versuche waren, dann ruft mich jetzt an 0130 29 11 oder faxt 0130 11 51 22. Faxnummer 0130 11 51 22. Matthias, 20 Jahre. Ja, hallo Domian. Hi Matthias. Und im Gegensatz zu Elisabeth bin ich schon im Bett. Du bist schon im Bett? Ja. Also, er telefoniert aus dem Bett. Ja, richtig. Über Sex, das ist nicht schlecht, ne? Also bei uns zu Hause war es so, dass auch Sexualität überhaupt kein Thema war oder auch ist. Also ich wohne jetzt nicht mehr, aber da wurde auch nie ein Wort drüber verloren. Also auch verklemmte Zustände? Ja, auf jeden Fall. Nie drüber gesprochen? Nee, nie. Genau wie bei uns. Hast du deine Eltern mal nackt gesehen? Mein Vater, ja. Ja. Aber selbst das... Ja doch, meine Mutter auch früher irgendwann mal, aber das war nicht so schlimm, ne? Das war nicht wild. Aber das war auch nicht selbstverständlich. Nee, nee. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Ja, wie gesagt, wurde mal totgeschwiegen und im Fernsehen auch, dann wurde dann mal lieber umgeschaltet, wenn es da mal irgendwelche Bettszenen gab oder so. Und ich erinnere mich dann noch an eine Episode, hat nicht direkt mit Aufklärung zu tun, genau. Da fing ich irgendwann mit 12 an, mich selbst zu befriedigen. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Ich weiß nicht, ich habe dabei überhaupt nicht irgendwie an Frauen gedacht. Oder nee, was. Hat dir das jemand erzählt, dass das geht? Nee, ich habe das nur irgendwann gemerkt, weil das doch ganz schön ist. Du hast an dir rumgespielt und dann kam es so, ja? Ja. Doch, das war halt schön. Ja. Und ich habe da gar nicht weiter groß über nachgedacht, weil das was Falsches sein könnte. Ja. Und das war dann irgendwann auch nicht mehr zu übersehen. So gab es dann Tempotaschentücherhäufer neben dem Bett und so weiter. Ja. Sodass es dann auch ein Blinder merken musste. Ich wusste ja auch nicht, dass da was Schlechtes dran sein sollte. Und irgendwann, denke ich, hatte meine Mutter doch mal meinen Vater zu mir geschickt, was für den ein unheimliches Problem wohl war. Und der kam dann auch irgendwann zu mir und setzte sich da zu mir und druckste unheimlich herum und wusste gar nicht, was er groß sagen wollte. So nach dem Motto, es gibt da so gewisse Dinge und so weiter. Und meinte dann auf jeden Fall, dass das wohl nicht gut für mich wäre und das ist auch für meine Gesundheit und so weiter. Ist das wahr? Ja, hat mich auch sehr... Also er wundert mich auch immer noch und hat mich auch damals schon sehr gewundert, dass es das noch so gibt. Weil das sind so Geschichten von ganz früher, ne? Ja, und das ist der Generation wohl noch so verklickert worden, dass das wirklich irgendwie krank macht oder so. Ja, und das hat er dir eigentlich so gesagt, ne? Ja, hat es auf jeden Fall versucht, ja. Ja, und was hat das für eine Wirkung bei dir gehabt? Ach, gar nicht so. Hast du es ihm geglaubt? Nee. Also ich hatte ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie auch schon viel gelesen vorher und sowas. Mhm. Aber auf jeden Fall war dir wahrscheinlich nach diesem Gespräch klar, dass das irgendetwas ist, was nicht so ganz normal ist, ne? Was in den Schambereich gehört. Ja, ich war da auch irgendwie ein, zwei Jahre früher als meine Freunde und so weiter. Wie ging es denn dann weiter? Wann hast du denn die elementaren Dinge erfahren? Ach, erfahren, ich habe da gar nicht so die Erinnerung dran. Das habe ich auch irgendwann alles gelesen, auch so in dem Alter. Mhm. Wo hast du es gelesen? In Büchern und Bravo auch, denke ich. Ich denke, dass ganz viele auch in unserer Generation auch aus der Bravo gelernt. Hattest du da so einen detektivischen Sinn quasi? Hast du gezielt gesucht oder hat sich das irgendwie so ergeben? Nee, irgendwann hat es mich einfach total interessiert. Und dann habe ich mir Bücher geholt. Mhm. erotische Bücher halt und habe die halt gelesen und fand das auch immer sehr anregend, also ganz ohne Bilder oder sowas, nicht jetzt diese Pornoheftchen, sondern richtig Bücher, so die Klassiker wie Josefine Mutzenbacher und so weiter und fand das auch sehr schön. Ja, und daher denke ich einfach viel. Ja, hattest du Austausch mit Freunden? Ja. Dass man sich dann so ein paar Sachen erzählt hat und... Ja, also ich habe auch dann halt nachher, dann kam das Thema mal irgendwann drauf und dann hat sich also herausgestellt, dass sich also von den Jungen auf jeden Fall jeder selbst befriedigt. Mhm. Da gab es also echt auf jeden Fall in meinem Bekanntenkreis kaum Ausnahmen. Kannst du für dich eine Zeit nennen, ein Alter, wo du sagst, da waren so alle grundsätzlichen Dinge, wusste ich? Ich kann das nicht so genau festlegen. Also mit der Selbstbefriedigung, das fing so mit 12 an. Ja. Und ich denke, dass ich dann erst grundsätzlich, das war dann auch so 13 oder 13, 14.
Also es ist schon verrückt. Ich habe heute vor der Sendung da wirklich ein bisschen noch über so meine Vergangenheit nachgedacht, dass ich mit wirklich so mit 6 Jahren ganz, ganz, ganz viel darüber nachgedacht habe. Und nee, das hat mich gar nicht interessiert. Super, echt noch nicht? Nee, überhaupt kein bisschen. Und wir waren so eine Clique von Jungs schon im ersten, zweiten Schuljahr und hatten, das war eines unserer Top-Themen und wir hatten immer nur Sex im Kopf, ne? Obwohl so klein noch. Nee, ich war froh, dass ich mit Playmobil spielen konnte und dann bald ein Feuer machen konnte. Ich habe wirklich überhaupt kein bisschen an Sex gedacht. Das lief parallel dann auch noch bei mir. Ja, ja, klar. Dann gab es die Lehrerinnen und man munkelte, wie sie wohl aussehen und also 1000 Storys irgendwie. Nee, war für uns gar kein Thema. Echt nicht? Also für mich auf jeden Fall überhaupt kein bisschen, ne. Wie ist das Verhältnis, was Sexualität angeht, heute zu deinen Eltern? Gar keins. Ja. Also ich wäre immer noch kein Thema. Nee, jetzt will ich es auch nicht mehr. Also ich wäre ziemlich sauer sogar, wenn sie jetzt ankämen und sagen würde, Junge, Kondome und so weiter. Ja. Weil ich finde, jetzt müssen sie es auch nicht mehr machen. Das hätten sie früher zu gegebener Zeit, hätten sie mit mir darüber reden sollen. Kannst du denn so ganz offen und normal mit deiner Freundin bei deinen Eltern umgehen? Oder ist das alles auch irgendwie steif? Ich fühle mich da manchmal noch ein bisschen unwohl, weil meine Mutter und so weiter, da weiß man dann ja auch nie, hat meist irgendwas auszusetzen. Ja. Also, aber das... Ich vermute mal, dass du genauso wie die anderen Anruferinnen gerade, auch irgendwie, dass du auch den Vorsatz hast, wenn du mal eigene Kinder hast, das ganz anders zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wenn man sowas erlebt hat, dann sitzt das schon tief. Das ich finde es auch nicht so schlimm, weil ich denke, meine Eltern oder allgemein auch Eltern in der Generation haben das nicht anders gelernt und versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen an ihren Kindern richtig zu machen. Ich denke, bei denen war es noch viel schlimmer. Ja. Matthias, danke für den Anruf und schlaf schön jetzt. Ja, du. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt machen wir Musik, eine kleine Pause. Hier ist 1 Live Domian, WDR Fernsehen und WDR Radio, 1 Live. Heute Nacht heißt unser Thema Aufklärung. Und meine Frage an euch lautet, oder meine Fragen, wann habt ihr zum ersten Mal über Sex etwas erfahren? Wann habt ihr erfahren, wie man Kinder zeugt? Welche ersten Versuche habt ihr unternommen in Sachen Sex und wie alt wart ihr da? Ihr könnt mich erreichen unter 0 130 29 11, telefonisch und per Fax unter 0130 11 51 22. Sonja, 22 Jahre. Ja, hallo. Hallo Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich wollte gerne mal was dazu sagen. Und zwar finde ich jetzt, dass die Jugend von der Öffentlichkeit zu früh aufgeklärt wird. Sonja, könntest du ein bisschen lauter reden? Sprich, noch näher an den Telefonhörer gehen. Ja, und zwar denke ich, dass die Jugend heutzutage von der Öffentlichkeit zu früh aufgeklärt wird. Und zwar jetzt durch Bravo Girl oder Bravo halt, diese sexuellen Fragen, wenn man da manchmal liest, 11-, 12- oder 10-Jährige sogar, dass die da manchmal Fragen stellen, also da lieg ich die Ohren an. Also kann man zu früh aufgeklärt werden? Ja, finde ich doch. Warum? Ich meine, wenn Kinder ankommen und jetzt irgendwelche Fragen zur Sexualität hat, sollte man als Elternteil schon vernünftige Antworten geben und halt die Kinder richtig aufklären so. Aber dass die sofort von vornherein alles wissen, müsste nicht sein. Weil ich weiß noch, so mit 12, 13, da habe ich mich nicht unbedingt für Jungs interessiert, sondern mehr halt für Puppen. Mhm. Und aber warum meinst du, es sollte nicht sein, dass sie, wenn sie sehr jung noch sind, dass sie alles wissen? Weil ich meine, Kinder sollten Kinder bleiben und heute sind Kinder keine Kinder mehr. Aber sind Kinder keine Kinder, wenn sie ganz früh schon wissen, wie Kinder gemacht werden? Eigentlich nicht. Nee. Warum meinst du das?
Ja, weil ich denke halt, dass Kinder mit 10, 11, 12 andere Interessen haben als jetzt mit 16, 17 und 18. Ja, aber wenn das Interesse nun von den Kindern herkommt und die fragen. Ja, ist in Ordnung, wenn sie fragen. Dann, ist sollte, das in man Ordnung. Dann sollte man auch, alles sagen. Richtig, genau. Dann sollte man auch denen eine vernünftige Antwort geben, halt zu dem Thema, was sie gerade wissen wollen. Ja. Aber man sollte denen nicht von vornherein alles sagen, so und so und dieses und jenes und. Sollte man nicht machen. Also du meinst, wenn die Kinder an dich herantreten, dann sagst du es, aber man muss jetzt nicht von Seiten der Erwachsenen an die Kinder herantreten und sagen, so und so und so und so und so und so ist es. Richtig, genau. Ich finde, damit sind Kinder zu überfordert damit. Mhm. Weil die Gedanken, die können das noch gar nicht so begreifen, sag ich jetzt mal. Genau hier mit AIDS und so. Wenn man jetzt Jugendliche darauf anspricht, AIDS, ja, AIDS kenne ich, ist kein Thema und so. Aber wenn man jetzt fragt, hör mal, was ist denn das überhaupt richtig und erklär doch mal und wie wird das übertragen, da haben die meisten keinen Plan davon. Okay, die wissen, die müssen ein Kondom nehmen, wenn sie Geschlechtsverkehr mit jemandem haben. Aber ansonsten wissen sie eigentlich nicht viel darüber. Also ich sehe das anders als du, Sonja. Ich denke, dass man Kinder nicht als überfordert ansehen sollte, wenn man ihnen so etwas sagt. Ich finde, dass man Kinder nicht so unterschätzen sollte. Das gehört zum Leben und ich denke, dass man dieses genauso offen auf den Tisch legen sollte wie alles andere auch. Und gerade dieses Beispiel AIDS, was du gerade gebracht hast, ist ja auch so ein Beispiel. Wenn man da noch früher mit anfangen würde, mit der Aufklärung, würde man vielleicht noch viel, viel mehr Schlimmeres verhindern können. Ja, sicher, klar. Aber ich finde, ich meine, es ist jetzt mal ein blödes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel so einem 10-jährigen Kind einen brutalen Film zeigt und das Kind kann das nicht verpacken, kann es nicht verarbeiten und wenn es dann abends im Bett geht, kriegt es Albträume. Ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Finde, aber Sexualität ist ja... ist genauso mit der Sexualität. Wenn ich dem Kind jetzt alles so vom Kopf knall oder dem praktischen Filmzeich oder so, dann, weiß nicht, das kann das auch nicht verpacken. Nee, aber die Frage ist natürlich, wie man das macht. Und Sexualität ist ja per se nichts Brutales. Im Gegenteil, es ist ja das ganze Gegenteil. Und wenn ich dieses sehr behutsam einem Kind erkläre oder vielleicht schon ganz früh erkläre oder es sogar so aufwachsen lasse, finde ich das die beste Methode eigentlich. Ich wäre gerne so aufgewachsen und wäre gerne so erzogen worden. Okay, da sind wir etwas anderer Auffassung. Wie war das denn bei dir? Du bist 22 Jahre alt. Das liegt ja auch alles noch nicht so ganz lange zurück. Wie bist du denn aufgeklärt worden? Wie bist du rangeführt worden? Also bei uns in der Familie geht das eigentlich ziemlich locker zu. Wenn ich irgendwelche Fragen hatte, konnte ich gerne zu meinen Eltern kommen. Die haben mir das dann auch erklärt. Und wie gesagt, ich wurde nach und nach aufgeklärt. Dann schon mal mit 13 kam ich dann schon mal langsam an zu meinen Eltern und hatte dann dieses und jenes gefragt. Dann haben sie mir das auch erklärt, aber dann auch nicht weiter. Und dann halt, wenn ich die nächsten Fragen hatte, so ein bisschen später, dann bin ich wieder hingegangen und hatte dann gefragt. Und auch durch Zeitschriften oder so wurde ich dann auch aufgeklärt. Aber ich finde das alles, weiß ich nicht, passt so nicht rein irgendwie. Wenn ich mir jetzt so die Zeitschriften angucke und ich lese da manchmal 11-Jährige, ja, ich möchte gerne mit diesem und jenem ins Bett gehen und ich weiß nicht. Also ich hatte am Montag eine Zuschauerin gerade, Hörerin, hatte da Bezug drauf genommen, zwei Mädels am Telefon und die sagten, dass sie sich, das ging dann vielleicht so ein bisschen in deine Richtung, dass sie sich durch Zeitschriften wie Bravo oder es gibt ja noch andere, in Sachen Sexualität auch etwas unter Druck gesetzt fühlen. Ja, richtig, nämlich, genau. Die waren, ich glaube, 14 und 15. Sie sagten, wir haben beide das Gefühl, wir sind nicht mehr normal, weil wir noch nicht mit einem Jungen geschlafen haben. Richtig, genau. Ja. Das meine ich. Also es gibt Mädels, die mit 13, 14 wirklich schon so erwachsen sind, dass vom körperlichen halt und vielleicht auch vom geistigen her, dass sie wirklich reif dafür sind, mit einem Jungen Sex zu haben, ne? Aber es gibt auch, wie gesagt, 12-, 13-Jährige, die davon überhaupt noch nichts wissen wollen. Und wenn die dann, wie gesagt, im Freundeskreis, dann werden die da unter Druck gesetzt. Dann kaufen sie sich die Zeitschriften. Ja. Und da lesen sie dann auch dieses und jenes Alter, haben die und die Fragen. Da fragen die sich dann wirklich, bin ich überhaupt normal? Also das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite möchte ich die Zeit nicht zurückdrehen. Und ich finde es klasse und wirklich sehr angenehm, dass die Verhältnisse toleranter und freier geworden sind. Und dass beispielsweise höchst selten, Gott sei Dank, nur noch die Jungs traktiert werden damit, dass man ihnen einredet, sie kriegen Rückenmarksprobleme, wenn sie onanieren oder solche Sachen. Dass da also einfach mehr Information auch da ist. Liebe Sonja, danke für deinen Anruf. Jo, danke. Tschüss, ciao. Tschüss.
Jetzt geht's weiter mit dem Joachim. Ja, der Joachim ist hier. 44. Eine andere Generation. Ich grüße dich. Wie war es bei dir? Oh, weia. Wo soll ich da anfangen? Wann hast du es erfahren? Ganz einfach. Einfach das erste Mal? Ja. Oh, da war ich schon im gesetzteren Alter, kann man schon sagen. Also ich meine jetzt nicht, wann du deinen ersten Sex hattest, sondern wann du erfahren hast, wie Sex funktioniert, wann du die Informationen bekommen hast. Die Informationen, die habe ich mir selber geholt. Und also wo? Die bekam ich von zu Hause gar nicht. Ja. Meine Eltern, die waren stark beschäftigt, beide waren berufstätig. Ich komme aus dem Osten. Mhm. Und das war da so üblich, dass beide berufstätig waren. Und ja, an eins kann ich mich ganz, ganz doll erinnern. Ich hatte mal ein Kondom benutzt und dummerweise nicht gespült. Das lag dann dummerweise in der Toilette und meine Mutter sah das. Mhm. Und dann gab es die Moralpredigt. Wie kann man? Warum? Wieso? Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war da so ungefähr 13 oder 14. Das hattest du so zum Wichsen benutzt? Ja, ja. Einfach, weil unter uns Jungs war ja auch das Gespräch. Ja. Und da ich ja total nicht Bescheid wusste, ja, nahm ich natürlich dieses Kondom zum, ja. Mit nach Hause dann, ne? Ja, näher auch zum Onanieren, ja, und macht das da rein. So, dann gab es die Moralpredigt von der Mutter. Ja. Und du wärst vor Scham am liebsten im Erdboden versunken? Jawohl. Ja, ja, ja. Was hat sie gesagt? Wieso? Oh, wie kann man sowas benutzen? Du bist ja noch nicht alt genug und so weiter. Mhm. Und was sollte ich da sagen? Nichts, habe ich gesagt. Und du hattest das Gefühl, etwas Unrechtes getan zu haben? Ja, ja. Das ist es. Mhm. Das ist es. Und so die ganzen anderen Informationen, das hatten wir gerade ja auch schon mal, hast du auch so auf der Straße aufgeschnappt? Mehr oder weniger auf der Straße. Bei den Freunden. Unter Freunden und aus dem Lexikon. Wie war denn das in der DDR, in deiner Zeit, in der Schule? Gab es da Aufklärungsunterricht? Nein. Gar keine Aufklärung. War es in der DDR, ich frage jetzt mal, ich weiß es gar nicht, noch verklemmter als hier im Westen? Ja, ja. Und vor allem keine Bravo. Klar. Auch in den Zeitschriften kein Thema. Also wirklich, das war kein Thema. Wo hast du überhaupt mal zum ersten Mal auf einem Bild eine nackte Frau gesehen? Och, das gab es öfter. Weil ich habe einen Bruder, der 7 Jahre älter ist als ich, und der hat das Magazin gehabt. Mhm. Und das ist eine bestimmte Zeitung, oder was? Ja, das war eine Bückdicht-Zeitung, Monatszeitung, wo mindestens 2 Aktbilder drin waren. Ja, aber eben nach ostdeutschen Motiven. Ja. Keine Porno. Ja. Das waren wirklich saubere Aktbilder. Ja, aber die waren schon doll genug für euch wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, natürlich. Das war echt was Tolles. Und die Entwicklung ging eben wirklich so weiter. Ich hatte auch gute Verhältnisse oder wirklich, ich hatte auch als Jugendlicher schnell Kontakt zu Mädchen. Mhm. Ja, aber es ging nie weiter bis zur Freundschaft. Wann hattest du den ersten sexuellen Kontakt mit einem Mädchen? Da kann ich mich heute noch richtig doll erinnern. Da war ich knapp 18. Ja. Und das war ein doller Reinfall. Was ist da vorgefallen? Sie war erfahrener als ich. Obwohl sie etwas jünger war. Ja. Und ich hatte sie, ach Mann, da habe ich schon 6 Wochen vorgearbeitet, wie man so sagt. Ich habe es immer wieder, wie es dann dazu so weit kommen sollte, habe ich gekniffen. Einfach, weil ich keine Ahnung hatte. Aha. Ich habe immer gekniffen. Aber dann ist es doch irgendwann passiert. Ja, dann ist es doch irgendwann passiert. Und da war sie dann so trocken, weil ich es dann ganz schnell haben wollte. Mhm. Und da war ich dann so enttäuscht und abgebrochen. Und da habe ich mich dann innerlich so eine persönlichen Vorwürfe gemacht. Mhm. Kann ich gar nicht schildern. Also, dass du der Versager warst? Ja, ja. Ja. Und dann war erstmal Ruhe wieder mit Ja, da war totale Ruhe. Mhm. Da war wirklich totale Ruhe. Und dann mit 19 auf der Disco war das. Mhm. Da ist es dann passiert. Nö, auch nicht. Auch nicht.
Das war so hinter der Disco, hinter der Garagen, ja, im Stehen. Ja. Hat es denn da einigermaßen geklappt? Nee. Auch nicht? Doch, geklappt hat. Aber toll war es nicht? Das hat. Zum Orgasmus kam es bei mir. Ja. Normalerweise sollte ich auch gleich Papa werden. Aha. Oh, böse. Also das ist auch so eine klassische Geschichte wieder, wo ja, man sieht, wie schlimm das ist, wenn man Kinder nicht gut aufklärt, nicht und man aufklärt, mit denen nicht richtig redet. Ne? Ja, welche ja, Probleme und welche Schwierigkeiten daraus erwachsen. Mhm. Vielleicht sogar bis in die Sexualität heute hinein. Ja. Vielleicht, ne? Dass man da irgendwas ja, noch mit zurückträgt. Das stimmt auch. Ich habe auch heute noch da Probleme. Echt verklemmt. Mhm. Angst, Kontakt zu nehmen. Ja, das kann seine Ursachen da haben. Das ist mit eine Ursache. Lieber Joachim, ja, jetzt müssen wir Schluss machen. Okay. Schön, dass du durchgekommen bist. Alles klar. Alles Gute. Dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Natascha, ne? Dran. Ja, 23. Genau. Natascha. Ja. Bist du eine Zeitschriftenleserin? Ja. Und hast du dein Grundwissen, dein Elementarwissen auch aus der Zeitung? Nee, überhaupt nicht. Sondern? Also bei mir ging das eigentlich ganz offen zu Hause. Aha. Sprich eigentlich mehr von meiner Mutters Seite aus. Ich war damals 5 Jahre oder sowas, als meine Mutter schwanger war mit meiner Schwester. Ja. Und ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wann ich richtig aufgeklärt worden bin. Seit immer, also schon immer wusste ich eigentlich, wie das funktioniert. Solange du denken kannst, ja, weißt du das. Mhm. Also ganz normal, meine Mutter hat sich in die Essecke mit mir gesetzt und hat erzählt, wie meine Schwester da in den Bauch reingekommen ist. Und wie hat sie dir das erzählt? Ganz normal, Mama und Papa, die haben sich lieb gehabt und dann schlafen Mama und Papa miteinander. Hat sie aber nicht näher ausgemalt. Wollte ich gerade sagen, hat sie dieses Schlafen erklärt, was das heißt? Nee, das hat sie nicht richtig erklärt. Da standst du wahrscheinlich aber auch noch vor dem Berg, ne? Das hat mich da aber noch gar nicht so interessiert. Das Schlafen, dann kommt ein Kind. Ja, weiß ich nicht, ob sie die Worte benutzt hat. Ja. Aber zum Körper überhaupt war sie immer ganz aufgeschlossen. Also mhm, da hat sie immer erzählt, dass ich meine Regel kriegen werde und dass mir die Brüste wachsen, dass ich in die Pubertät komme und dass ich eine Gebärmutter habe, mhm, und dass ich, dass der Mann Sperma hat, dass ich Eizellen habe und so. Das war, also meine Mutter ist auch Krankenschwester, mhm, und von daher also richtig eigentlich fachlich, kann man sagen, so aufgeklärt, ja, worden bin. Und dann war in der 2. Klasse, da ging es in der Schule weiter, da hatten wir da auch irgendwelche Bücher, glaube ich, gekriegt oder sowas und Biobücher oder sowas, wo man das Kind im Unterleib gesehen hat, halt in der Gebärmutter drinne, mhm, und das wusste ich alles eigentlich, mhm, und das hatte also nie für dich irgendwie so die Aura des Geheimnisvollen und Verbotenen? Nee, überhaupt mhm, nicht. Und dann ganz normal so, weiß ich nicht, wie alt ich war, 8, 9 oder sowas, mit einer Freundin zusammen. Bei ihr zu Hause hat sie ein Pornoheft gefunden, hatten wir uns das auch angeguckt. Das habe ich sogar meiner Mutter erzählt und so. Und da war auch nie irgendwie eine böse Reaktion drüber. Wie fandst du das denn als 9-jähriges Mädchen, als du das gesehen hast? Das fand ich witzig eigentlich. Witzig? Also das fand ich lustig. Da ist mir sogar ein Bild noch ganz tiefer in Erinnerung. Das war eine Frau. Und die leckte sich selber die Schulter. Und da stand ich irgendwann als kleines Mädchen, leckte mir die Schulter oder so. Und meine Mutter guckte mich ganz blöd an. Und da hat sie auch noch erzählt, dass ich das da gesehen hätte oder sowas. Aber das war irgendwie nicht weiter tragisch. Aber du hast doch dann wahrscheinlich in diesem Pornoheftchen zum ersten Mal in deinem Leben einen irrigierten Penis gesehen. Ja, also da hatte ich mich gewundert. Ich kannte den von meinem Vater doch recht klein. Hast du gedacht, Mensch, ist der groß, ne? Ja, aber da hatte meine Mutter mir auch erklärt, dass da das ganze Blut reingeht, so, dass der richtig hart wird. Und sonst könnte er auch gar nicht eindringen. Und das wusste ich alles eigentlich. Und dann wurde ich 12. Meine Mutter war ganz hipplig, weil sie wunderte sich, warum ich immer noch nicht meine Regel habe, und hat mich dann zum Frauenarzt geschleppt. Mhm. Und dann habe ich es endlich mit 13 gekriegt. Und also alles ganz offen. Ganz offen. Aber der Witz, der kommt eigentlich. Dann war ich 16, habe meinen ersten Freund gehabt. Und was aber ganz wichtig war für meine Mutter, die war immer, sie hat gesagt, warte ab, mach's nicht aus Neugierde, das ist was ganz Besonderes, und geh nicht mit dem Ersten und warte und sage auf jeden Fall das erste Mal nein. Und wenn der Bock hat und sagt, nee, du musst das machen, dann mach es nicht, dann mag er dich nicht, dann hat er dich nicht lieb. Aha. Und dann ist es nicht der Richtige. Und daran habe ich mich auch gehalten. Ist ja auch so eine These, aber naja. Ja gut, aber daran habe ich stockfest mich geklammert, ja, und dann war ich 16 und der erste Freund, da ist die ersten 3 Monate nichts gelaufen.
Gar nichts. Also bis zum Bauchnabel und kein Stück weiter. Also von oben runter? Ja, von oben runter natürlich, klar. Und dann war das auch irgendwann soweit und es war auch kein Thema. Ich habe auch die Pille genommen und die Sache war dann schon irgendwie nach anderthalb Jahren zu Ende. Und also ich war jedenfalls keine Jungfrau mehr und mein Vater, der ist Italiener. Mhm. Und der war dann ein bisschen, obwohl er so nackt rumgelaufen ist, aber so darüber hat er nicht gesprochen. Und ich weiß nicht, meine Eltern sind auch geschieden. Und scheinbar wusste er auch nie, dass ich aufgeklärt bin. Jedenfalls, wir hatten auch immer einen guten Kontakt. Und dann saß ich bei ihm im Lieferwagen, als ich 18 war. Und dann sagte mein Vater zu mir, also Natascha, ich wollte jetzt mal ein ganz ernstes Thema erklären und dir reden. Also die Frauen haben die Röcke an und die Männer haben die Hosen an. Deswegen musst du immer schon aufpassen. Und dann, wenn es mal soweit sein sollte, nimm ein Kondom. Ja, das ist ganz wichtig wegen AIDS. Du weißt schon. Und ich musste dann schmunzeln und lachen. Und da habe ich gemerkt, dass er wirklich auch noch gedacht hat, ich bin Jungfrau. Und ich habe ihm dann eigentlich nichts weiter dazu gesagt, habe geschmunzelt. Und vor 2 Jahren oder sowas beim Essen habe ich mal zu ihm gesagt, weißt du, ich fand es eigentlich ganz lustig, wie du mich aufgeklärt hast. Und da war das eigentlich schon viel zu spät. Ja. Fand er es denn dann auch lustig im Nachhinein? Er hat gelächelt, hat nichts weiter dazu gesagt und meinte nur schade. Ja. Aber so eigentlich lustig gesehen. Also rundherum aber eine gute Erfahrung. Gute Erfahrung mit dieser richtigen Offenheit. Ne? Ja. Das hatten wir gerade schon ein bisschen diskutiert. Natascha, vielen Dank für deinen Anruf. Nichts zu danken. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Sonja, 19 Jahre. Ja, hallo. Hallo Sonja. Also, aufgeklärt wurden wir eigentlich mehr so schon im Kindergarten so. Kindergarten schon? Ja, mit Dias halt. Mit was? Mit Dias? Ja, meine Mutter hat da zwar rebelliert, aber die haben uns dann die Dias gezeigt aus einem Pornofilm. Wie bitte? Im Kindergarten aus einem Pornofilm? Ja. Und das glaub ich nicht. Ja doch, da waren die Eltern halt zwar gegen, aber... Was haben die denn auf den Dias gezeigt? Ja, halt nur so die normalen Stellungen, halt Missionarstellungen und so. Aus einem Pornofilm? Ja. Was war denn das für ein Kindergarten? Ja, in so einem kleinen Dorf halt. In einem kleinen Dorf auch noch? Ja. Das ist ja ein Ding. Und in der 5. Klasse im Gymnasium, da haben wir uns ein Porno angeguckt, im Biologieunterricht. In der Schule? Ja. Sag mal, woher kommst du? Aus Hagen-Hohen-Limburg. So, macht mal das in Hagen-Hohen-Limburg? Ja. Da sind die Pornos. Die Pornokonsumenten. Also ja. In der Schule hat man euch das auch gezeigt. Also erst nur so ein Porno und dann also, wie es da drin aussieht, wie der Sperma zur Eizelle geht und so. Na ja, gut, das ist okay. Also ich bin gerade insofern wirklich schon ein bisschen überrascht, weil ich glaube, das ist überhaupt nicht erlaubt, das zu machen. Aber egal, wenn es dir nun passiert ist, ist es euch da passiert. Wie hat das denn auf dich, kleines Mädchen, damals gewirkt? Das finde ich ja nun auch schon heftig. Ich habe jetzt erstmal gelacht. Ich finde es eigentlich nicht zum Lachen, wenn man kleinen Kindern Pornobilder zeigt. Wie fandst du das denn? Ah, das war vom Kindergarten, das weiß ich gar nicht mehr. Also, war dir ziemlich egal? Ja, denke ich doch. Mhm. Und dann in der Schule, da warst du nun schon älter. Wie fandst du es da? Ah, eigentlich mehr lustig. Auch lustig? Ja, da war es lustig. Mhm. Also die Jungs, die wurden alle hochrot und so. Und ihr Mädchen saß ganz cool da, ne? Und hat gesagt, naja, ein Porno, ne? Ja, halt so. Ja, halt so, ne? Sieht man ja alle Tage. Wie alt warst du da? Boah, weiß nicht, wie alt war ich in der 5. Klasse? Und 5. Klasse? Ja, 12 oder so. Und da war im Prinzip auch schon alles gelaufen an Infos? Ja, soweit ja. Meine Mutter war, naja, ist halt katholisch und da ging das halt nicht so. Ja, also zu Hause ist da nicht viel drüber gesprochen worden? Nee, wenn ich Fragen gestellt habe oder so, dann ging das aber von alleine mehr oder weniger gar nicht. Ja, wann hast du für dich deine eigene Sexualität entdeckt, deinen eigenen Körper? Also Stichwort jetzt Onanie. Also das erste Mal Sex habe ich mit 7 versucht, mit unserem Pflegesohn, der war genauso alt, aber das wäre mehr oder weniger ein Desaster, also das könnte man ganz vergessen. Also ihr beiden 7-jährigen... Kinder. Wir sind dann nackt voreinander und irgendwie hat das nicht hingehauen. Also. Und er wollte in dich eindringen? Ja, im Stehen. Aber im Stehen. Und das hat nicht richtig funktioniert? Nee, überhaupt nicht. Und war dann, tat auch eher weh oder war umständlich als denn schön? Nee, also er kam da irgendwie gar nicht zu Rande damit, überhaupt nicht. Ja, und wie entwickelte sich das dann bei dir persönlich weiter? Wann hast du zum ersten Mal onaniert? Mit 8. Mit 8. Und wie bist du darauf gekommen? Bin ich drauf gekommen, ja. Mein Nachbar ist Junge und ich, wir haben uns dann Porno von meinen Eltern angeguckt und so. Also es tauchen immer Pornos auf?
Ja, mein Bruder hatte hier einen laufen und dann sind wir reingekommen. Und, ja. Hat dich denn dann in dem Alter von acht Jahren, gerade hast du gesagt, es war lustig, ja. Hat dich das denn auch erregt, dieser Porno, als du ihn dann mit dem Jungen gesehen hast? Ja, ein wenig, ne? Mhm. Aber auf jeden Fall ist es mit diesem Jungen zusammen und dem Porno zum ersten Onanieren gekommen. Ja, das habe ich selbst gemacht. Das hast du selbst gemacht, ja. Mhm. Nee, da hätte ich nicht feiern wollen. Ja, und so ging es dann weiter, peu à peu. Ja, so ein bisschen. Was hast du heute? Du bist nun sehr mit dieser Pornografie irgendwie auf den Kontakt gekommen. Was denkst du heute dazu? Über Porno? Ja. Ja, wer es mag, okay, ne? Siehst du dir selbst auch welche an ab und zu? Ja, mit meinem Verlobten und so. Ja, also ist das für euch schon auch so ein Mittel, um euch anzutören ab und an? Ja, weil er mich nicht mehr so antörnt, ja. Ach so, ist ja auch nicht das schönste Kompliment. Da muss der Porno her. Ja. Ja, Sonja, danke für deinen Anruf. Mhm, tschüss. Tschüss. Porno im Kindergarten, das ist ja unglaublich. Charlie, 18. Du auch im Kindergarten schon? Nee, also das war schon zu heftig. Das habe ich noch nie gehört. Ich muss voll lachen und so. Ich meine, zum Lachen ist es ja nicht. Nee, aber wirklich trotzdem nicht. Heftig ist es schon. Jetzt will ich von dir alles wissen. Von mir alles? Ja. Ja gut, also ich meine das mit der Aufklärung und so. Das ist halt schon irgendwie, ich kenne es überhaupt nicht, von wegen, dass mich die Eltern aufklären oder irgendwie mal Andeutungen gemacht hätten oder so. Ja. Sondern ich finde, das kam eigentlich von selbst. Ich meine, es gibt ja auch so Zeitschriften, mehr oder weniger berühmte, da auch immer zwei Seiten drin sind, die man sich anschauen konnte oder auch mal durchlesen. Und also das mit dem Aufklären selber, das kenne ich gar nicht. Du hast es dir selbst angelesen? Ja, nicht nur gelesen, sondern irgendwann kommt halt mal das Alter auch, also wo der männliche Trieb schon zu sprießen beginnt, ja. Sage ich jetzt mal. Ja. Da wo man dann auch mal im Schulhof so sagt, boah, die hat schon einen geilen Hintern oder so. Ja. Also das ist dann schon irgendwie... Ja, also ich verstehe das richtig. Zu Hause ist nichts gelaufen bei euch? Nee. Also die Eltern haben nichts gesagt? Nee, die waren... Ich kann mit meinen Eltern über alles reden und so, aber das kam eigentlich nie auf den Tisch. Ja, das war dann doch auch Tabuthema. Nee, Tabuthema nee. Nicht. Also ich, wenn gesagt hätte, du pass mal auf, ach so. Ich habe da eine Verabredung oder so, was muss ich da machen, dann hätten wir das bestimmt eine Erklärung. Ja, aber die haben es von sich aus, sind die nicht an dich herangetreten und haben gesagt, so und so läuft's, Junge. Nö. Nee, das hast du alles dir selbst erarbeitet. Ja. Ja. Gut, ich muss auch sagen, also die längsten Bekannten von meinen Eltern, die kennen mich auch schon, wo ich noch in Planung war, mehr oder weniger. Mhm. Und da, ich meine, das ist auch ein ganz lockerer Umgang, so ungefähr. Da Charlie. Hat halt dann immer geheißen, so, wenn du mal 18 bist, dann geh mal in die Disco und so und jetzt pass auf, jetzt kommt dann der Biologieunterricht und da geht's dann lustig zu und so. Ja. Wann hast du angefangen, dich für Sexualität zu interessieren? In welchem Alter? Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen ein Frühzünder gewesen. Ich glaube, ich habe so mit 12 oder so den ersten Mädels mal hinterher geschaut und wollte von denen was. Ja. Und ich meine, ich hatte auch mit 14 mein erstes Erlebnis. Ja. Es hat mich niemand zu was gedrängt, aber ich werde es nie vergessen. Ja, es ist ja fast so dann heutzutage in der Norm, ne? Nicht so ganz früh. Wann hast du für dich entdeckt, dass du selbst Spaß an deinem eigenen Körper haben kannst? Du meinst so mit Onanieren? Ja. Oder? Das weiß ich nicht mehr, das kann ich auch nicht so sagen, weil durch das, dass eben das Erlebnis mit einer Frau relativ früh kam, ja. Mit einer älteren Frau, das muss ich dazu sagen, also die hat mich mehr oder weniger eingeführt, also jetzt nicht eingeführt, sondern also... Verstehe ich schon. Wie alt war die Frau? Die war 16. Naja, so viel. Eine uralte Frau hat mich eingeführt, nee, mit 14. Aber es ging um das, dass eben, wenn man es auch heute sieht... Ist denn schon ein Unterschied, ne? 14 und 16 unter ja, Umständen. Ja, schon, ein gewaltiger. Ja. Ja. Hast du für dich jetzt schon irgendwelche Vorhaben, dir mal überlegt, wie du das mit deinen Kindern, wenn du Kinder haben willst, machen wirst später? Ja, ich will sicherlich Kinder haben, ja. Weil ich Kinder eigentlich recht nett finde, aber ich habe mir da auch noch gar keine Vorstellung gemacht, weil ich mehr oder weniger, also wenn ich mal an meine Familie denke, ja. Also meine zukünftigen Kinder, dann denke ich eigentlich viel mehr, ob ich da mit der Erziehung alles richtig mache. Also das heißt, dass die nicht irgendeinem Fremden auf der Straße einen aufs Maul hauen oder, ja. Sage ich mal, irgendwo was klauen oder so, da mache ich mir... Gibt es, ja, du bist 18 Jahre jetzt alt, ja? gibt es irgendwie ein Geheimnis im Bereich Sexualität, was du gerne noch lüften möchtest? Dann sag mir das. Ein Geheimnis gibt es da eigentlich nicht. Irgendwas, was du vielleicht gerne erleben möchtest? Ja, was mich mal interessieren wird, wäre es irgendwo... bei irgendwelchen fremden Leuten auf einer Party in der Küche zu machen. Das würde mich mal so reizen.
Das ist sehr schön und müsste doch irgendwie zu realisieren sein. Ja, bestimmt. Ne? Ich meine, irgendwo gibt es sicherlich eine Frau. Bestimmt. Jetzt noch was anderes. Ich habe noch schnell eine Frage. Genau. Bei mir, also ich bin mit meinem Kumpel hier allein zu Hause. Ja. Bei mir können noch Mädchen anrufen. Die können jetzt bei dir anrufen? Ja, ich meine, egal ob aufgeklärt oder nicht. Wenn sie nicht aufgeklärt sind, wir bringen denen schon irgendwie bei. Ja. Was sagt uns das? Du willst die Telefonnummer durchgeben? Ja. Das machen wir nicht, das können wir nicht machen. Das macht ihr nicht. Nee, Charlie, wirklich könnt nicht. Könnt ihr das dann vielleicht weiterleiten? Mein Lieber, wir müssen jetzt hier erstmal Schluss machen. Bleib mal in der Leitung. Die Sendung ist gleich zu Ende. Mach's gut, Charlie. Bye, bye. In der Technik heute Nacht Angela Traut, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht offene Talksendung. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Bis morgen.